Selbstliebe. Das ist doch das Schönste überhaupt, was dir passieren kann, wenn du dich selbst lieben kannst. Kannst du das? Permanent ununterbrochen? Selbst wenn du tief schläfst? Selbst wenn du mal wieder Mist gebaut hast? Selbst in den Momenten, in denen du dich nicht magst und vielleicht sogar verabscheust? Selbst in diesen ekelhaften Momenten, wo du nichts mit dir anzufangen weißt und du vielleicht sehnsüchtig nach Liebe bist, kannst du dich dann auch noch selbst lieben? Selbstliebe. Schau es dir mal an. Auch wenn es so wunderschön ist und es in der Idee aufrechterhalten werden kann, dass da zwei in dir sind. Ein Selbst, was das andere Selbst lieben könnte. Oder ist da nur Selbstliebe, ohne dass du irgendjemand dabei lieben musst, dass irgendwer irgendwen lieben muss, weil es gar keine Trennung gibt? Oder glaubst du jetzt, ich spreche natürlich mit mir, weil es ist ja ein Selbstgespräch! Es ist ja nur ein Selbstgespräch! Ist ja gar nicht so schlimm. Ich spreche ja nur mit mir selbst. Also, angenommen, ich wach auf und schaue in meinen Geldbeutel und finde in dem Personalausweis und dann erinnere ich mich an meine Passion, für die ich mich die letzten Jahre gehalten habe. Dann habe ich da vielleicht komische Gefühle oder ich freue mich so, ja! Du schon wieder hier! Ja, ich lieb dich jetzt, weil mir bleibt nichts anderes übrig, weil dich zu hassen, es geht zwar einfacher, aber lieben, da muss man sich schon anstrengen! Das kann man auch nicht schaffen. Also, so ein Selbstbild von sich selbst zu lieben, das heißt Person, dieses Selbstbild. Ja, und wer liebt dann wen? Das habe ich nie verstanden. Dieses Konzept von hohem Selbst, niedrigem Selbst, das hohe Selbst liebt dann das niedrige Selbst. Da, 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 da! Das Higher Self, Lower Self, Higher Self, Lower Self, Higher Self, Lower Self, Higher Self, Lower Self. Das Bewusste liebt das Unbewusste, das Unbewusste liebt das Bewusste. Ich liebe meine Person und meine Person liebt mich nicht zurück. Das ist einseitige Liebe. Ist das diese bedingte Liebe, die was haben will? So, jetzt, wenn ich mich liebe, dann habe ich den Vorteil, dass es mir gut geht. Ja, jetzt, wenn ich mich liebe, dann, ja, dann bin ich mit mir zufrieden. Ja, ich muss mich nur lieben können, dann bin ich es wert, erleuchtet zu werden. Ja, ich muss mich nur lieben, dann finde ich auch den richtigen Partner, der mich dann auch lieben kann. Ich muss mich nur selbst lieben können. Selbstliebe! Es war ja nur Selbstliebe. Es war ja nur Selbstliebe. Also du springst immer hin und her. Also in dieser Idee, dass du in der Dualität als jemand lebst, der von jemand anderem geliebt werden kann, kannst du auch dir vorstellen, dass du deine Person lieben kannst. Aber du kannst sie auch hassen. Und wie schnell wechselt es? Und wann hast du gar keine Ahnung mehr von deiner Person, die du da zu lieben versuchst? Ich meine, gibt es Momente, wo du dich völlig, wo du in völliger Selbstvergessenheit und wunschloser Glückseligkeit niemand mehr sein musst und niemand mehr lieben musst? Gibt es diese Momente? Oder sind Momente, gibt es da Momente überhaupt nicht, weil man kann keinen Moment heraustrennen. Aber vielleicht hast du ja eine Erinnerung daran, dass es mal sowas gab und dass das vielleicht wiederkommen könnte. Oder auch nicht. Also es ist immer, hängt immer mit dem Dilemma des Denkens zusammen. Und dass ich dann
Gedanken unhinterfragt glaube, oder dass ich überhaupt Gedanken glaube, weil ich weiß ja nicht mal, was Gedanken sind. Ich weiß auch gar nicht, ob es Gedanken gibt, ob, oder ob es nicht nur irgendeine Idee gibt über Gedanken. Okay, und dann das Fundament ist das Denken. Und aufhand des Denkens, das dann als real hingestellt wird, kannst du dann sagen, ja, ich glaube an Selbstliebe. Ich glaube, dass ich meine Person irgendwann mal lieben kann und dann irgendwann mal, ja, denken. Denkst du? Oder wirst du gedacht? Es ist auf jeden Fall. Es ist so, wie es ist. Was für ein Blödsinn. Halleluja. Oh. Oh. Selbstliebe ist Improvisation.